Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 3. Wir sind weiter im Story unterwegs, im Storykapitel unterwegs, und zwar alte Feinde, alte Geister, und müssen die letzte Mursat-Festung finden, wo wir die letzte Maschine dann finden. Genau, letzte Folge haben wir Maschinen gesucht, die repariert und die Karte erkundet. Und ich kann euch jetzt einmal kurz zeigen, für die, die das noch nicht gesehen haben. Die Lebendige Welt Staffel 3, 4 und auch bestimmte andere Karten, Eisbrutsaga, also Lebendige Welt Staffel 5, die sind so aufgebaut, gerade weil man sie für die Himmelsschuppe, bestimmte Reittiere braucht und auch für legendäre Items benötigt, zum Beispiel gerade Schmuck und sowas, kann man die Herzen immer wieder machen. Das sieht man an den Herzen, weil die hier so ein Unendlichzeichen dran haben. Und man sollte, wenn man die Karte erkundet, unbedingt die Herzen an einem Tag mit der Karte machen, weil die werden, wie gesagt, wie man es hier sieht, am nächsten Tag wieder komplett leer gemacht. Heißt, man müsste so immer wieder anfangen. Wir haben sie ja das letzte Mal erkundet und somit sieht man, ich könnte jetzt alle 5 Herzen neu machen, um die Kartenwährung zu bekommen oder um flüchtige Magie einfach zu farmen. Genau, wir haben jetzt auf der Karte, wie man gerade schon sehen konnte, hinten bei den Kalifenstieg, die letzte Festung, deshalb bin ich mal gespannt jetzt. Als wir die Karte erkundet haben, war es da hinten ziemlich schwer unterwegs zu sein, weil da ein Event war und die Viecher, die waren einfach overpowered. Ich weiß nicht, ob das Event wieder ist. Wir loonsen jetzt einfach mal hier rein. Ich kann mir vorstellen, dass wir ganz nach oben müssen. Whee! Und... ja, das Event ist wieder. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass die... da unten. Da ist es. Okay. Zum Glück ferner weg von den Events. Ahoi, meine Freundin. Passt dort vorne auf, wo ihr hintretet. Ja. Diese Festung ist mit Verteidigungsmechanismen ausgestattet, die euch in Stücke reißen könnten. Na, danke für die Warnung. Ist das, was mit euch passiert ist? Mit mir? Nein, nicht wirklich. Ich bin Grumbly, war früher mal Fährkapitän für den Weißen Mantel. Mhm. Dann fing sie an, für diesen Blutstein Leute zu opfern. Und es dauerte nicht lang, da fand ich mich selbst auf dem Altar wieder. Ich bin geblieben, um aufmüpfige Reisende vor den drohenden Gefahren zu warnen. Also, betrachtet euch als gewarnt. Herzlichen Dank, die Warnung ist angekommen. Aber ich muss in diese Festung. Da drin ist eine Maschine, die ich zum Laufen bringen muss. Wenn ich versage, werden diese Inseln zerstört. Wie komme ich an der Verteidigung vorbei? Die Verteidigung lässt nur Mossad rein. Jeder, der nicht so aussieht, wird auf der Stelle niedergemäht. Oh, kriegen wir jetzt so eine Verwandlung? Als Mossad verkleiden und die Verteidigung täuschen? Was? Das klappt doch nie. Warte mal. Könnte das klappen? Das könnte tatsächlich klappen. Wie cool. In der Nähe gibt es Mossad-Rüstung. Ja. Die ist sehr gut verteidigt, aber wenn ihr sie euch besorgen könntet, würde sie eine brauchbare Verkleidung. Oh, da ist der Babu wieder, der rausgekommen ist. Nur einen Weg, das rauszufinden. Schlimmstenfalls fordert die Mossad-Plage ein weiteres unschuldiges Opfer. Aber ich habe wenigstens etwas Gesellschaft. Okay, also wir müssen einen Helm, ein Brustrüstungsteil finden, Handschuh und Stiefel. Und dann dürfen wir als Mossad durch die Gegend watscheln. Wir haben hier, hier, hier und hier was. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal das, was hier oben bei uns ist. Wir müssen nur aufpassen, weil dieser Champion jetzt hier gelandet ist. Beziehungsweise der ist aus dem Feuer gekommen. Den braucht man auch für eine legendäre Sammlung. Boah, das war knapp. Okay, die Brust haben wir scheint. Ne, die Handschuhe haben wir. Okay. Dann haben wir hier oben die Stiefel. Oh, es gibt wieder ein Erdbeben. Aufgeladen. Stiefelchen haben wir. Und jetzt brauchen wir hinten das Brust und dann haben wir oben den Helm noch. Okay, es ist sehr, sehr cool gemacht. Das erinnert mich an die Bitterfrost-Grenzlande. Da kann man sich auch für ein Herz Rüstungsteile sammeln, die anziehen und dann halt hochgehen in dieses Hüttending, sage ich jetzt mal. Um dort dann weiter die Viechchen kaputt zu machen. Und ich glaube, irgendwas kann man dann holen. Irgendwie sowas. Okay, wir haben 3 von 4 Teilen. Und jetzt müssen wir weiter hier lang. Ich weiß, dass wir nicht ganz nach oben dürfen zu Fuß mit der Himmelsschuppe. Wir müssen dann zu Fuß weiter. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall in
diese Richtung. Ich glaube, das ist hier oben irgendwo. Der ist unten. Ah, da. Habe ihn gefunden. Okay. Jetzt sind wir verkleidet. Wie cool. Wie krass. Jetzt sind wir voll verkleidet. Wie cool, wie cool, wie cool. Das ist ja mal wirklich cool gemacht. Das sieht ja sogar mal richtig gut aus. Okay, jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig wieder nach unten, glaube ich, zu unserem Kollegen, der uns das empfohlen hat. Guck mal, die greifen uns überhaupt nicht an. Die sind sogar grün. Wie cool. Kann ich hier runter? Kann ich gleiten eigentlich? Ja, ich kann gleiten. Ich glaube, es ist für die Accessoires, wo man den besiegen muss. Und das in einer gewissen Zeit. Am besten über das LFG-Tool. Am besten mal schauen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Viel Glück bei eurer Suche. Solltet ihr es nicht schaffen, der Vulkan bricht aus, ist wenigstens auch dieser grässliche Ort hinüber. Er klettert die Festung und aktiviert die Maschine. Wir müssen den Weg hoch, den wir... Wir bahnen uns den Weg zu unserem Ziel. Ich finde, wir sehen richtig cool aus. Ew, was haben wir denn für eine Haut? Ew, das sieht ja mal voll komisch aus. Ew, wie so ein Nacktmull. So, unser Sternchen sehe ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Eingang, okay. Öffnen wir. Wie cool. Wie cool. Ah, hier ist die. Und aktiviert die Maschine. Hat es jetzt geklappt? Oh nein. War es zu spät? Oh nein. Hat es geklappt? War es zu spät? Oh, oh. Oh. Hat es doch. Oh, jetzt geht die ganze Lava weg. Okay. Okay, nur noch aus den Wasserfällen kommt es dann. Okay, das haben wir geschafft. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder in... Oh. Meldet euch zurück bei Rotdingsa. Okay, wo ist sie? Ah, hier hin. Okay. Da haben wir ihn. Die Inseln sind ja geradezu friedlich. Schätze, ihr habt dann wohl alle Apparate gefunden, ja? Jupp, haben wir. Wird natürlich nicht lang dauern, bis die Flut wieder anschwillt. Vielleicht habe ich ja bis dahin diese Squid dazu gebracht, dass sie spuren. Hey, hört ihr mir überhaupt noch zu, meine Freundin? Ihr habt so einen verträumten Blick. Verträumten Blick? Oh, was ist denn das? Oh, das ist Tyria. Güldene Talkessel. Ne? Oh! Oh nein, was passiert mit dem Ei? Was passiert mit unserem Drachenei? Finger weg von unserem Drachenei. Es ist kaputt. Hey, wo wart ihr denn gerade? Alles in Ordnung? Ich hatte gerade eine Vision. Eine ziemlich unheilvolle. Eine Vision? Seid ihr sicher, dass euch nicht bloß die Hitze zu Kopf steigt? Das war keine sehr charmant, der Stein. Ich muss so bald wie möglich zurück nach Tahrir. Das werde ich euch wohl glauben müssen. Nun, habt Dank für eure Hilfe, Freundin. Die Feuerinseln stehen tief in eurer Schuld. Haben wir geschafft. Mega cool. Schließt naheliegende Events ab, wäre jetzt das nächste. Aber ich vermute mal, da wir ja das schon haben alles bei mir, werden wir direkt weiterspringen gelassen, oder? Genau. Seht in Tahrir nach dem Ei. Kehrt zurück zur Eikammer. Oh, okay, okay, okay. Wir müssen nach unten in die Höhle, genau. Jetzt habe ich gerade eine Sekunde gebraucht, wo ich hin muss. Ja, hier müssen wir lang. Ui. Schauen wir mal, was mit unserem Ei passiert ist. Drachenwache, okay. Ruka, hallo. Kommandeur, Glint sei Dank. Wir haben versucht, euch zu verständigen. Ich habe auch eure Freunde kontaktiert, um zu sehen, ob sie euch erreichen konnten. Das Ei hat mich gerufen. Ist alles in Ordnung? Ja, ganz in Ordnung. Es wird bald schlüpfen, Kommandeur.
Es schlüpft Spike. Komme wird bald hier sein. Ja. Das ist... Wir sollten hineingehen. Marjorie. Und Kaith. Ihr habt auch Kaith gerufen? Ich wurde nicht gerufen. Ich war in der Nähe und die Sache hat sich schnell herumgesprochen. Das ist alles sehr aufregend. Wo ist Ridlock? Ich dachte, er sei bei euch. Nee, leider nicht. Rooker, können wir alle hinein? Tut mir leid. Ihr seid immer noch die Einzige, die auf die Kammer eingestimmt ist. Die magische Barriere lässt uns nicht durch. Oha. Prima. Ich werde einfach hier draußen bleiben bei Kai... dem leuchtenden Burschen. Da könnten wir uns ja gegenseitig das Neueste erzählen, Marjorie. Bleibt nicht zu lange weg, Kommandeur. Die Marjorie. Wie geil. Ja, die Kaith, die muss sich unser Vertrauen erst noch verdienen wieder. Oh, ich bin jetzt mal gespannt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß ja, was auf uns zukommt. Die, die das schon gespielt haben, natürlich auch. Für neue bin ich mal gespannt, was ihr denkt. Auf jeden Fall wird nichts Schlimmes passieren, soweit ich mich dran erinnern kann. Ich bin nur mal gespannt, ob wir das Ereignis in dieser Folge schon haben oder ob es wirklich noch ein bisschen Zeit in Anspruch benimmt. Bis dann, ja, das süße kleine Ding schlüpft. Da ist es. Oh, das sieht ja mal voll... Oh, oder schlüpft es jetzt schon? Schaut sie euch an, wie süß. Oh, die ist so süß. Darf ich vor euch denn? Das ist Baby Irene. Unser kleiner Babydrache. Ist sie nicht so süß? Oh, oh, was geht ab? Oh, oh, oh. Hallo, Irene. Oh, jo, wo kommen die denn auf einmal her? Schatzi, halt durch, wir kommen. Das war bestimmt Ruka, ne? Kommandeur, die Kammer. Na nee, Luminantin. Haltet sie fern, während ich das hier richte. Okay. Kriegen wir hin. Oh nein. Okay, wir sind unterwegs. Wartet. Oh Gott. Wir holen erstmal hier ein bisschen Unterstützung. Spür das Brennen. Da ist noch so ein Vieh. Stein und Bein. Was ist denn? Warum ist die Barriere nicht aktiv? Die Kammer ist so gebaut, dass sie sich auf die einzigartige Signatur des Neugeborenen einstimmt. Baby Irene, ich kann es nicht fassen, dass wir sie jetzt schon haben. Wie cool. Okay. Wir geben unser Bestes. Oh, was geht denn hier unten ab? Hier kommen sie aus allen Ecken angeschossen. Fasst Baby Irene nicht an. Das ist mein kleines Baby, ne? Hallo, Junge, ich bin hier. Wo rennst du denn hin? Bitte. Wo rennst du denn hin? Da kommen die Nächsten. Okay, das haben wir geschafft. Glintz, Junge. Wie süß. Ich kann es noch nicht fassen, dass Irene da ist. Wie schön. Kleine Irene. Kleine Irene. Ist sie nicht wunderschön? Kleines Mäuschen. Jo, wo kommt denn der wieder her? Ei, das ist viel zu viele vor allem, meiner Meinung nach. Oh mein Gott, wo kommt das Feuer her? Ei, mein Gott. Leute. Hilfe.
Das wird ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Jo. Oh, jo, wer ist denn das? Lazarus! Lazarus, fort mit euch! Auf der Stelle! Marjorie, Keith! Sie sind ebenfalls in Kämpfe verstrickt. Ich bin nicht in böser Absicht gekommen. Okay. Dann verdient euch mein Wohlwollen. Lasst die Zerstörer nicht diese Treppe hinauf. Und kommt dem Drachen nicht so nahe, Lazarus. Es wäre doch schade, wenn euer zweites Leben ein kurzes wäre. Okay, er hilft uns wirklich. Wie krass. Da hinten sind die anderen, okay. Hallo Leute, wieso rennt ihr einfach an mir vorbei? Was ist denn das jetzt hier? Ich geh raus da. Ja, das ist mir wohl bewusst. Geh weg von Auri, du hässliches Ding. Lass unser kleines Baby in Ruhe. Wo kommen sie als erstes hier? Da war so ein Zerstörerpuls wieder. Den hätten wir auch nehmen können. Das hat irgendwas gerade gemacht. Ich weiß zwar nicht was, aber es war gut. Macht gibt. Spür das Brennen. Auf jeden Fall war es gut. Hat sich zumindest gut angefühlt. Ui. Ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Unser Schild wächst. Wo kommen die nächsten hoch? Hier kommen die nächsten hoch. Da sind wieder die nächsten. Wasserelementar geht weiter, okay. Da kommen sie, okay, okay, okay. Okay, das hat soweit geklappt. Spür das Brennen! Aufgeladen! Oh, jetzt ist der Babo wieder da. Nein, geh weg von mir. Lass uns in Ruhe. Macht gibt mir recht. Spür das Brennen! Die Geister dürften beeindruckt sein. Bei allem Wind. Ja, komm mit. Umso weiter weg du vom Ei gehst, umso besser. Mein Gott, rennt der schnell, ey. Gleich. Raus, wenn der ans Schild geht, aber der Mossad hält ihn weg, okay. Dann können wir hier kurz. Verzeiht, wir wurden draußen aufgehalten. Zerstörer. Wie sieht's aus? Es ist vollbracht, Kommandant. Haben wir's? Oh mein Gott. Der Nachkomme von Glint ist in Sicherheit. Erst wenn dieser Mossad hier fort ist. Ein Mossad? Die Vergessenen haben uns von diesen Kreaturen erzählt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einem begegne. Ihr seid Champion und Hirten des Drachen. Dennoch möchte ich empfehlen, dass ihr diese Unreinheit auf der Stelle eliminiert. Was? Der Mossad, der ich in den Erzählungen der Vergessenen zufolge war, ist tot. Ich wurde wiedergeboren.
und wärst im Nichts aufsteigt, gewinnt einen neuen Blickwinkel. Früher strebten wir mit verräterischen Mitteln nach Macht. Und dann brachten wir uns in Sicherheit, als die Drachen aufstiegen. Doch jetzt sehe ich, dass wir uns alle gemeinsam gegen die Drachen stellen müssen, damit alle gerettet werden. Ihr möchtet euch mit mir verbünden? Ihr habt zwei getötet, oder etwa nicht? Unsere Interessen sind dieselben. Der Feuerdrache steigt auf. Ich kann nicht untätig zusehen und vergangene Fehler wiederholen. Was ich seit meiner Rückkehr getan habe, weist mich als würdigen Verbündeten aus. Hatte recht. Zum Beispiel, dass ihr den Blutstein zerstört habt. Der Blutstein war destabilisiert, weil der weiße Mantel jahrelang unsachgemäß damit herumgespielt hat. Mein Elementar ist kaputt. Zwar habe ich die Explosion absorbiert, um mich zu stärken, doch wie viele Leben wurden gerettet? Welche Interessen verfolgt ihr? Was würde euch ein Bündnis einbringen? Die Rettung dieser Welt. Der weiße Mantel zerfällt. Es gibt jene, die Caudecus folgen und jene, die mir treu sind. Ich kann eine Truppe für das Gute aus ihnen schmieden. Einen weiteren Speer für ein Heer gegen die Drachen. Das ist dasselbe Abkommen, das die Mossad mit den Vergessenen schlossen. Und dann haben sie ihr Wort einfach gebrochen und sind verschwunden. Das war ein feiger Akt der Selbsterhaltung. Und ich werde ihn gewiss nicht wiederholen. Ihr erscheint mir durchaus ernsthaft. Daher hoffe ich auf euer Verständnis, wenn ich euch sage, dass ich dem unmöglich zustimmen kann. Ich kann euch nicht ständig im Auge behalten. Ich habe eine Idee, Kommandeur. Ich werde es tun. Ich schaue mal nach. Und falls Lazarus sich wirklich verändert hat, können wir die Lage neu überdenken. Ich freue mich über jede Frage. Oh, es wird viel mehr sein als das. Ich werde an euch dranbleiben, jede eurer Bewegungen überwachen. Marjorie, kann ich euch kurz sprechen? Okay, Marjorie und wir sollen uns unterhalten. Okay, machen wir das mal. Da ist einfach Baby Aurin und Kate kniet sogar vor ihr. Was macht ihr denn? Er hat die Kraft des Blutsteins absorbiert. Ganz klar, dass wir ihn nicht so einfach erledigen können, wenn seine Geschichte nicht stimmt. Er hat den Tod berührt, Kommandeur. Und jetzt ist er wieder da. Da ist etwas. Die Nekromantin in mir will mehr wissen. Und? Wer weiß? Das kann ich nicht zulassen. Es könnte eine Falle sein. Vermutlich ist es das. Ganz sicher ist es das. Da ist etwas an ihm. Das lässt mir die Haare im Nacken zu Berge stehen. Und ich weiß nicht, ob auf gute oder schlechte Art. Aber ich habe vor, es rauszufinden. Ich bin gern bei der Drachenwacht und weiß zu schätzen, dass ihr auf mich aufpasst. Aber ich lasse mir nicht sagen, was ich tun darf oder nicht. Okay, Marjorie macht das für uns. Und ich glaube, ist das nicht der, der jetzt bei The Secret of the Obscure mitmacht? Ich glaube, das ist der Lazarus, ne? Oder ist das wieder der andere? Kann natürlich auch sein, aber ich glaube, dass das der ist. Hallo, Kate. Wieso kniest du vor Aurin? Wir haben eine Menge zu bereden, mein schwebender neuer Freund. Okay, die beiden zischen ab. Und was ist mit uns? Wir müssen mit Kate reden, okay. Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass ich das alles bald Kashmir erklären muss. Angesichts dessen, was heute passiert ist, wäre mir etwas wohler, wenn jemand, den ich kenne, die Kammer beobachtete. Jemand, dem ihr vertraut? Ja. Könntet ihr also Taimi bitten, sofort herzukommen? Ihr macht Späßchen mit mir. Das werte ich mal als gutes Zeichen. Ihr seid vieles gewesen, Kate, aber niemals eine Feindin dieses Drachen. Ich werde mein Leben geben für... Wie sollen wir es nennen? Sie. Ihr Name ist Aurin. Aurin! Das habt ihr ja ziemlich schnell entschieden. Das war keine Entscheidung. Ich habe es einfach gewusst. Dann wird Aurin kein Haar gekrümmt werden, solange ich noch atme. Danke, Kate. Nach der bevorstehenden Schlacht mit diesem veränderten, kraftvolleren Primordus hoffe ich, dass irgendeiner von uns noch atmen wird. Wow, was ein Part. Wow, wow, wow. Wir haben einfach kleinen Aurin bei uns. Da ist sie. Story abgeschlossen. Wir haben das zweite Kapitel abgeschlossen. Was wäre denn das nächste? Ein Riss im Eis. Genau, wir können aber da erst weitermachen, sobald wir dann die Instanz verlassen haben. Aber schaut sie euch an. Kleine Baby Aurin, ist sie nicht so süß?
süß, ne? Voll süß mit ihren Kristallen da. Ja, wir haben ein Drachenbaby. Und Aurene wird uns noch ganz, ganz lange jetzt begleiten. Und wir gucken mal, was für Abenteuer noch so wir mit ihr erleben werden. Aber ich würde sagen, für die heutige Folge, die wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr spannend war, würde ich sagen, winken wir zum Abschluss. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es dir gefallen hat, dass du es mit einem Like und Kommentar signalisieren würdest. Und falls du ganz neu bist, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, dich in der Community willkommen zu heißen. Du findest am Ende ein Video, wie wir eine legendäre Waffe bauen, den letzten Teil von unserer Flammensucher-Prophezeiung. Und unten drunter findest du einen Guide, wie du dir wöchentlich einen Schwarzlöwen-Thronschlüssel holen kannst, sodass du dir über das ganze Jahr super coole Items über den Schwarzlöwen-Figurenhändler, den du in Löwenstein zum Beispiel findest, die dir dann kaufen kannst. Jetzt wünsche ich dir aber noch erstmal einen wunderschönen Tag, sag Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.